des Vereins Union 60 gastierte die B-Jugend zu einem Blitzturnier. Der Verbandsligist stellte sich den Bundesligisten Dortmund und Werder. Wie die Spiele jetzt ausgingen, das sehen Sie jetzt. Samstagvormittag in der Nähe des Weserstadions. Während sich die Bundesligisten Werder Bremen und Borussia Dortmund noch in den mentalen Vorbereitungen befinden, steht auf dem Platz. Bevor sich die Mannschaften auf dem Platz die Taktik erläutert. Rot steht für Union 60 und Gelb Borussen. 60 veranstaltete dieses Blitzturnier. Mit der Borussia Dortmund haben sich die Jungs von Trainer Helmut Bundesliga-Vereine auf den Rasen. Lukas Engel spielt seit seinem sechsten Lebensjahr. Der Ehrgeiz ist groß, aber viel wichtiger ist der Zusammenhalt der Mannschaft. Ich denke, gerade das Umfeld ist in diesem Verein wirklich das, der große positive Punkt, weil es ist wirklich so, dass hier meine ganzen Freunde spielen und eben, weil ich jetzt schon so lange hier bin, dass ich eben dieses Umfeld so gewohnt bin und die ganzen Leute kenne und ich mich auch wirklich hier wohlfühle und wirklich Spaß habe, immer wieder zum Training zu kommen und einfach allein schon zum Training kommen, um einfach die Leute Spieler zu sehen. Spieler sind aufmerksam und hören den Worten des Trainers. Mit der richtigen Einstellung und spielerischer Vorstellung lässt sich viel Erfolg. Das jüngste Beispiel in der Fußballliga Hoffenheim. Dieser kleine Verein verpflichtet, aber Ball um wie wahre Superstars. Dieses Ziel für Union 60. Fußmann bringt seinen Schützling neben Biss und Kondition auch Taktik bei, erzählt der B-Jugendspieler David Haskamp. Er trainiert uns jetzt schon zum zweiten Jahr. Und er hat uns so viel beigebracht, dass wir überhaupt mit diesen Mannschaften heute mithalten können. Es muss nicht unbedingt sein, dass wir heute mithalten, aber wir können auf jeden Fall mithalten. Und ja, dieses taktische Verständnis, das hat uns sehr weitergebracht. Noch 20 Minuten bis zum Auftaktspiel. Die Jungs wärmen sich auf. Gemeinsam fordern die Reaktionsfähigkeit und die Aufmerksamkeit zugleich. Gelockert wurden, geht es gleich weiter mit schnellen, kurzen Sprints. Tempo das Umschalten aus der Defensive in die Offensive, sowie andersherum. Während sich die Mannschaft von Union 60 in einem kleinen Spielchen noch den letzten B-Jugend von Borussia Dortmund ein professionelles Aufwärmprogramm ab. Die Organisation des Turniers, erzählt Lukas Engel. Ja, ich denke, es ist natürlich was Gutes, wenn man sich ja schon mit den besten Mannschaften in seinem Alter schon messen kann. Also es ist auf jeden Fall was Großes, das ist mal auszuprobieren, wie weit wir kommen. Wir haben ja schon mal gegen Werder gespielt, aber gegen Dortmund ist das natürlich jetzt was völlig Neues. Und ich denke, wir freuen uns alle drüber, dass wir mal gerade auch diese Chance haben, was, denke ich, auch was Besonderes ist. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Spiele und hoffen, dass wir vielleicht die eine oder andere Überraschung. Beide Mannschaften treffen heute zum allerersten Mal. Favorit aus Dortmund kennt Werder. Andere Bremer Talente sind ihnen unbekannt. Endlich Anpfiff. Phase, die dazu da, sich zu beschnuppern. Welche Position hat welche Aufgabe? Spielt das gegnerische Team offensiv oder eher defensiv? Die ersten 15 Minuten sind meistens chaotisch. Das ist aber kein Grund, den Glauben an sich zu verlieren, erklärt der 17-jährige Lukas. Ja, natürlich sieht es eigentlich so aus, dass wir eigentlich gegen Bundesligamannschaften keine Chance haben, aber es ist so, dass wir schon gegen Werder am Anfang der Saison gezeigt haben, dass wir mithalten können. Und deswegen müssen wir mal gucken, wenn wir unsere beste Leistung hier abrufen können, könnte was drin sein, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen ärgern könnten, wenn die uns unterschätzen, dass wir vielleicht auch mal sicherlich hier langsam wird es spannend auf dem Rasen. Die Borussen bauen immer mehr Druck auf. Der Verbandsligist lässt sich im eigenen Strafraum bedrängen und kommt nur ganz selten zu einem vollständigen Spielzug. Die Schwarz-Gelben erspielten sich die Oberhand. Sie sind aufmerksamer und nutzten jede gegnerischen Fehler aus. Der Druck auf das Bremer Tor verstärkt sich. Nur dank des Union 60 Torwarts im Eckigen. Die heimische Reservebank ist, dass die eigenen Jungs das 0:0 Halbzeitpfiff. Mit gesenkt Köpfen trudeln. Der Trainer versucht seinen Schützlingen Mut und Glauben an sich. Verbesserung im Mittelfeld, große Verbesserung in der Defensive standen auf dem Zettel. Trainer Helmut Klusmann recht zufrieden. Der Halbzeitstand ist 0:0. Damit sind wir vom Ergebnis her schon zufrieden. Aber natürlich hatte unser Gegner die Dominanz. Relativ ab Beginn des Spieles bis zum Ende hat auch gute Torchancen gehabt. Wir sind zu weit hinten stehend. Wir erwarten den Gegner zu weit hinten stehend, ohne im Mittelfeld etwas aktiver raufzugehen und den Ballträger zu stellen. Das habe ich bemängelt, habe ich den Jungs mit auf den Weg Halbzeit gegeben. Neue Halbzeit, es dauerte nicht lange, dann fiel das erste Tor für die Schwarz-Gelben. Und es folgten noch drei weitere. Gegen Dortmund gab es zwar eine Niederlage, aber ihm folgte ein Sieg. Ein guter Tag für die Union 60. Und nach nur einem Spot begrüße ich gleich hier bei mir den Vereinsvorsitzenden von Union 60, Axel B-Jugendspieler.
Das große Blitzturnier bei Union 60 statt. Waren denn alle zufrieden so mit der Planung, Herr Viereck? Ja, wir waren sehr zufrieden. Das Turnier hat ganz hervorragend geklappt. Sportlich ist es gut ausgegangen und organisatorisch war alles ordentlich, vernünftig. Nein, wir sind zufrieden. Das Auftaktspiel gegen Borussia Dortmund habt ihr ja leider verloren. Woran lag es, Tietjan? Ja, ich denke mal, dass wir ein bisschen vor den Dortmundern hatten. Ja, das war eigentlich so das Hauptargument. Habt ihr die zu stark eingeschätzt? Nee, also wir haben an uns geglaubt. Also wir wussten, dass wir auch nach vorne spielen können. Einfach nur der Respekt. So. In der zweiten Halbzeit ging es auch besser, aber ich denke mal. Ja, zu Anfang musstet ihr euch erstmal so ein bisschen beschnuppern, hatte ich so Gefühl. Ja. Wie kam es überhaupt dazu, dass sich dieses Turnier organisiert hat? Die Ausführung war der Vater eines B-Jugendspielers, der gesehen hat, dass Zufälle zusammenkamen. Die Bundesliga-Teams von Werder und Dortmund spielten an dem Tag zusammen und sowohl Werder als auch die Dortmunder Bundesliga-Mannschaften hatten Spiel frei und wir auch. Und ddann kam einfach die Idee, rufen wir doch mal an. Und beide Vereine haben zugesagt und das hat uns sehr gefreut. Ist ja sehr in Bremen erfolgreich. Wie sieht es überhaupt bei Union 60 mit dem Nachwuchs aus, jetzt außerhalb der B-Jugend? Wir haben sehr viele Mannschaften, sehr viele Jugendmannschaften. Bei insgesamt Mitgliedern ungefähr haben wir über 20 Jugendmannschaften in allen Altersstufen. Da sind wir sehr froh und stolz drauf. Und wir haben immer so einen Mix, das ist die Philosophie, dass wir Leistungsmannschaften parallel zu Breitensportmannschaften haben. Um beiden gerecht zu werden, so als Stadtteilverein. Und da haben wir im Moment eine sehr starke B-Jugend, eine doch gute A-Jugend und eine ebenso gute C-Jugend. Und das ist dann bei uns jedenfalls, aber wir freuen uns. Mhm. Die meisten Fußballtalente in diesem Alter spielen ja eigentlich bei Werder Bremen. Was macht denn Ihren Verein so besonders? Alternative zu Werder Bremen. Wir sind ein Stadtteilverein. Wir haben eben viele Jugendliche, die wir aus dem Stadtteil bekommen, die aus Spaß und Freizeit Fußball spielen. Und wir bieten dann auch noch denjenigen, die dann durch Training daraus herauskommen, leistungsorientierte Spieler, die Möglichkeit, das zu tun. Wir sind aber eben nicht so leistungsmäßig organisiert wie Werder Bremen. Das ist einfach eine Alternative. So, Tietjan, die B-Jugend von Union 60 führt ja zurzeit die Verbandsliga-Tabelle an. Was ist das für ein Gefühl, der beste Verein in Bremen in der Verbandsliga zu sein und sich dann mit den besten Vereinen bundesweit zu messen, wie bei dem Turnier? Ein ganz gutes Gefühl, denn in der Verbandsliga stehen wir ganz oben. Und wir wollen uns auch mal mit den Großen messen, mit Werder und Dortmund. Und halt ganz gut. Das erste Spiel ja nicht so gut lief in der Nachwuchsmannschaft von Werder Bremen, habt ihr dann aber dann ganz gut zugelangt eigentlich. Ihr habt dann das Spiel gewonnen. War das irgendwie eine Einstellungssache? Wart ihr da mehr motiviert? Ja, oder sagt ihr da dann, dass sozusagen eine gleichwertige Mannschaft wie Werder Bremen zu Borussia Dortmund geschlagen werden konnte? Ja, ich denke mal, wir waren hoch motiviert gegen Werder, weil das ja auch unser Nachbarverein ist. Und der Respekt war auch weniger als gegen Dortmund und deswegen, wir haben einfach befreit aufgespielt und Wieso war denn der Respekt weniger als bei Dortmund? Ja, weil wir gegen Dortmund schon gespielt hatten, also wir waren schon in dem Turnier drin und wir wussten eigentlich, dass wir was erreichen könnten wie gegen Dortmund und das war's eigentlich. Trainiert Helmut Klusmann die B-Jugend. Was hat sich so in den letzten zwei Saisons bei Ihnen verändert im Verein, seitdem er der Trainer der B-Jugend ist, Herr Viereck? Wir haben mit Helmut Klusmann angesprochen, diesen Leistungsbereich gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen von der C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend bis hin zu den Herrenbereich einen Strang haben, der ein bisschen leistungsorientierter ist. Und da sollen gleiche Spielsysteme eintrainiert werden, da soll nach der gleichen Philosophie gespielt werden. Und diese Philosophie setzt Herr Klusmann um, der eben nicht nur im B-Jugendbereich Trainer ist, sondern in dem Sinn ein Sportdirektor unseres Vereins ist für diesen Bereich und auch Trainer der ersten Herren. Ziele, die Sie dieses Jahr oder diese Saison noch anstreben mit dem Verein? Ziele, man möchte immer sportlich erfolgreich sein, das ist klar. Ne? Würde jetzt für mich bedeuten, wenn es tatsächlich so eine B-Jugend aus eigener Kraft schaffen würde, in die Regionalliga aufzusteigen, dann wären wir wirklich zufrieden und glücklich. Unter B-Jugend deiner Mannschaft. Vielen Dank, dass Sie beide meine Gäste waren und sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. So, liebe Zuschauer, das war's mit Wesersport für heute. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns auf jeden Fall am Freitag wieder. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss.